Wir haben im Rahmen unserer Klausurtagung eine Benzberger Erklärung verabschiedet mit 12 Punkten zur Stabilität in Deutschland und Europa. Angesichts der weltweiten Veränderungen und Herausforderungen sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig. Das hat jetzt folgendes Aussehen und Format hier. Benzberger Erklärung, Stabilität in Deutschland und Europa sichern. Ich will einige Punkte davon erwähnen. Wir haben noch bekräftigt, dass Eurobonds das völlig untaugliche Instrument sind. Wir wollen keine europäische Wirtschaftsregierung im Sinne der Makrosteuerung. Das widerspricht unserer ganzen wirtschaftlichen Philosophie, der sozialen Marktwirtschaft, der Ordnungspolitik. Wir wollen, dass die Europäische Zentralbank sich auf ihre eigene ursprüngliche Aufgabe wieder konzentriert, nämlich Geldpolitik. Im Gegensatz zur Fed in Amerika ist sie auf die Geldwertstabilität verpflichtet, während Amerika die Notenbank auf Vollbeschäftigung und Geldwertstabilität verpflichtet. Ist das bei uns ein Stück anders? Wir wollen eine unabhängige, privatfinanzierte europäische Ratingagentur. Wir meinen, da muss Europa eigenständige Kompetenzen entfalten. Die Dominanz der Angelsachsen tut dem Markt nicht gut. Und wir haben noch beraten, unter Wahrung der Priorität der Haushaltskonsolidierung, dass wir weiter Entlastung der Bürger wollen. Unser Ziel ist, die kalte Progression abzubauen. Wenn dies im Bundesrat nicht mitgetragen wird und die Opposition den Arbeitnehmern, den kleinen und mittleren Einkommen ein Stück Entlastung verweigert, dann müssen wir den Weg des Abbaus des Solidaritätszuschlags gehen. So haben wir uns geeinigt und es ist ja Übereinstimmung mit dem Koalitionspartner, dass es Entlastung geben wird. Zahlen nennen wir heute keine, weil wir das seriös machen wollen. Wir werden im weiteren Fortgang, Oktober etwa, denn die Steuerschätzung, die neuen Wachstumsdaten haben, das wird der Hintergrund sein, um das Entlastungsvolumen seriös festzulegen. Der Rentenversicherungsbeitrag soll um mindestens 0,8% gesenkt werden. Das hat nach den volkswirtschaftlichen Berechnungen eine Auswirkung von etwa 100.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen, die damit durch die Entlastungswirkung erreicht werden können. Kann man vorstellen, dass es noch ein Stück höher ist, aber wir sagen mal mindestens 0,8%. In diesem Bereich kann man eine Hausnummer sehr wohl nennen. Bei der Pflegeversicherung geht es um eine ergänzende Kapitaldeckung, wie sie schon im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Das gilt es umzusetzen, wie es generell auch in anderen Bereichen, wir wissen, dass wir heute auch mit Bildungspolitik beschäftigt haben, getroffene Vereinbarungen jetzt Schritt für Schritt in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode umzusetzen. Es geht um den Zuzug von Fachkräften, auch von ausländischen Fachkräften. Wir haben in einigen Sektoren der Volkswirtschaft bereits einen ausgeprägten Fachkräftemangel. Der wird sich verstärken, auch durch die Demografie in Deutschland. Wir haben zu wenig junge Menschen. Und hier ist eine der zentralen Maßnahmen, dass man die Einkommensgrenzen absenkt. Von jetzt 66.000 Euro Mindesteinkommen im Jahr, dass man für diesen Weg zu uns in Deutschland sich einbringen kann, der Arbeitsmarkt auf 40.000. Das ist eine deutliche Reduktion, entspricht aber der Lebensrealität viel besser. Und ich will als weiteren Punkt hinzufügen, die Bundesagentur für Arbeit hat bei 5 Millionen Arbeitslose mit 900.000 Beschäftigte gearbeitet. Jetzt bei unter 3 Millionen hat sie 120.000. Ich sage nicht, dass die alle abgebaut werden müssen, aber sie müssen schlagkräftiger und effizienter und zielorientierter eingesetzt werden. Auch das ist ein Handlungs- und Reformbedarf. Sie sehen, es ist eine Fülle von konkreten Maßnahmen. Sie bekommen das jetzt auch als Handout, wie das auf Neudeutsch heißt, nämlich ausgehändigt, damit Sie es im Wortlaut haben. Und wir haben heute Vormittag noch weitere Foren gehabt, einmal zu dem Thema Ethik und Marktwirtschaft, wo wir uns hier grundsätzlich beschäftigt haben, auch mit der Frage, wie weit man die Ordnungsprinzipien der sozialen Marktwirtschaft in einer globalisierten Welt modifizieren muss. Im Grunde muss man diese ordnungspolitischen Prinzipien international zum Tragen bringen. Wir brauchen eine internationale Ordnungspolitik. Seit vielen Jahren fordere ich neben einem nationalen Kartellamt reduzierten Rechten der Europäischen Kommission. Da müsste es auch ein europäisches Kartellamt geben, auch weltweit, vielleicht über die WTO, die Welthandelsorganisation, Regelungen. Mein Wunschtraum wäre, dass man am Schluss auch ein Weltkartellamt hat, eine unabhängige Behörde,
die dafür sorgt, dass entsprechende Handlungsfähigkeit da ist. Aber das ist eine langfristige Vision. Zweite Thema war ja mit dem Europa-Vizechef von Google, wie die Internetwelt gestaltet werden kann und mit einbezogen werden kann. Die Zukunftsentwicklung ist einmal ein Turbo für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Europäische Kommission schätzt, dass zukünftig etwa gut 50% der Innovationsprozesse aus dem IKT-Sektor, Informationskommunikationssektor, herauskommen werden. Aber es geht auch darum, wie weit man einen Regelungsrahmen braucht, wie weit man auch die Eigenverantwortung der Nutzer, aber auch der Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, weiter schärft. Stichwort Street View von Google und andere Maßnahmen, die hier anzusprechen sind. Das dritte ist die Bildungspolitik, die in der Tat das Mega-Zukunftsthema ist. Das, was wir an weniger jungen Menschen haben, müssen wir durch noch bessere Bildungsmöglichkeiten öffnen, und zwar in Pluralität. Es gibt nicht den Einheitsmenschen, es gibt nicht den Einheitsstudenten oder Schüler. Deshalb kann es auch keine deutsche Einheitsschule geben. Vielfalt auch hier, das ist ein urliberales Credo, Vielfalt zu üben. Sie sehen also die Zahl der Herausforderungen, die dringend einer freiheitlich-liberalen Begleitung bedürfen, nimmt ständig zu. Wir sind dabei, en Schuhe zu bleiben. Vielen Dank. Haben Sie auch über die Außenpolitik gesprochen? Heute nicht. Nein. Wir können nicht immer über die Außenpolitik sprechen. Wir haben das Thema, was Sie meinen, gestern beendet. Und wir werden heute um 17 Uhr, wenn unsere Außenpolitiker zur Beratung zusammenkommen, um aktuelle Fragen, insbesondere im Nahosten, auch vertieft zu erörtern. Sie sehen, selbst bei der Klausurtagung mit Schwerpunkt Europa, vergessen wir die Außenpolitik nicht, weil sie Weltinnenpolitik ist.